Beginnen wir das ganze Webinar heute mal. Heute ein besonderer Punkt, denn wir haben heute einen Gastredner, den lieben Herrn Sajkowski von Heubach Media zu Besuch. Vielleicht haben einige von Ihnen gesehen, seine Summit-Session ist schon online auf der Summit-Webseite in englischer Sprache. Uns hat die so gut gefallen und wir finden das Thema so wichtig, dass wir gesagt haben, hey, wir haben ihn gefragt, ob er denn nicht quasi auch auf Deutsch halten könnte. Wobei er auch so ein bisschen die Idee selber hatte, dich auf Deutsch zu machen, aber wir haben natürlich sofort gesagt, ja, wollen wir. Unser Gastredner, wir heißen herzlich willkommen Christian Sajkowski, Entwickler, HMK, HM Report und so weiter. Wer ihn nicht kennt in Deutschland, hat was verpennt, definitiv. 4D kann viel, macht viel, aber es gibt welche, die können manche Dinge wirklich auch besser. Zum Beispiel Plugins macht HM Report oder HM Heubach Media schon seit Jahren sehr, sehr, sehr gut. Und die empfehlen wir auch immer, immer gerne weiter. Deswegen auch an der Stelle ein kleiner Werbeblock für HM Plugins. Bitte besuchen Sie diese Seite. Sollten Sie noch kein Kunde von HM Plugins sein, sind Sie herzlich willkommen, einer zu werden. Genau. Gell? Habe ich das schön gesagt? Ja, super. Hätte ich nicht besser machen können. Ja. Und damit übergebe ich im Grunde auch schon an Sie, dass Sie jetzt einfach hier wirklich die Leute abholen und ihnen mal zeigen, wie Order und Objekte in der echten realen Welt benutzt werden können, oder wie kann man das sagen? Genau, richtig. Genau, es geht darum, eine Session, oder ich habe eine Session gemacht, um praktisch den anderen Entwicklern mal zu zeigen, was wir so auf Probleme und auf gute und auf schlechte Sachen getroffen sind. Und deswegen habe ich da halt dann eine Session einmal draus gebaut. Ich mache jetzt einmal den Bildschirm hier an. Also, Themen. Ich habe das gestern noch versucht, auf Englisch, auf Deutsch zu übersetzen. Ich hoffe, das ist einigermaßen gut gelungen. Genau, also. Um mal kurz durchzureißen, was wir hier, was ich präsentieren möchte, sind einmal die Vorteile, warum wir auf Order setzen, also bei uns bei Heubach Media. Kurz Start von Order, was für Voraussetzungen da gelten, denn ein paar Hinweise zum Arbeiten und auch ein Vergleich zwischen Order und klassischer 4D-Sprache. Und dann habe ich noch meine 12 persönlichen Lieblingstipps in Bezug auf Order und Objekten. Und noch ein paar Sachen zum Order in Formularen, vor allen Dingen in Bezug auf Listboxen. Ganz kurz zu unserer Umgebung, was wir intern machen. Wir setzen Order ein seit der V17, also eigentlich seitdem Order verfügbar ist, seit Juni 2018. Nutzen aktuell die R3-Version der V18 und auch im Beta-Modus und wir sind damit eigentlich schon produktiv. Genau, ganz wichtig ist mir auch, dass wir ganz engmaschig neue 4D-Versionen benutzen, damit wir halt die neuen Funktionen auch testen und 4D halt auch Feedback immer geben können. Na, und Bug-Reports vor allen Dingen. Aber grundsätzlich sei zu sagen oder zu erwähnen, dass 4D eigentlich relativ gute Arbeit abliefert, muss man sagen. Es gibt, ich sag mal, nicht mehr als eine Handvoll Bugs in den 3 Monaten, also in dieser Beta-Testphase, die wir an 4D reporten. Und 4D ist da sehr dran gelegen, dass die dann auch relativ zügig gefixt werden. Das heißt, wenn wir einen Bug melden, dann haben wir innerhalb von, ich sag mal, maximal einer Woche, 5, 6 Werktage, dann ist das eigentlich behoben. Vorteile von Objekten. Ganz kurz dazu. Müsste eigentlich jedem bekannt sein. Die Objekte wurden mit V14 eingeführt. Und das sind ganz kurz die Vorteile von Objekten. Es sind keine Zeiger notwendig, weil halt alles über Attribute benannt wird. Also genau. Und man kann halt Objekte dafür zu benutzen, halt inhaltliche Zusammenfassungen von sehr vielen Eigenschaften und Untereigenschaften, Objekte, Unterobjekte und so weiter und so fort darzustellen, auch hierarchisch darzustellen, anstelle von, ich sag mal, ganz vielen Variablen oder IGT-GIT-Prozessvariablen und von Arrays. Ne? Die sind da halt nicht mehr notwendig. Wie schon gesagt, ne? Man Zugriff über benannte Eigenschaften. Und Vorteil von Objekten ist halt auch, man kann neue Eigenschaften einfach hinzufügen, ohne dass der bestehende Code halt ungültig wird. Ne? Und man kann ihn natürlich als JSON ausgeben oder nativ in einem Feld speichern. So, Nachteile von Objekten. Eigentlich nicht wirklich. Man muss halt nur aufpassen auf Null und Undefined. Genau,
mehr ist da eigentlich nicht zu sagen. Also da muss man wirklich aufpassen. Das ist eine Neuerung in 4D, wo man halt drüber stolpern kann. Ne? Auch in Bezug auf Order nachher. Genau. Ein Hinweis, ist mehr ein Hinweis oder eine Prozedur, die ich mir geschrieben habe. Und zwar praktisch sowas wie ein eigenes New Object zu bilden. Das ist eigentlich, ich sag mal, eine Klasse ist das. Sei mir eine Objektbeschreibung ist das. Und da es vor V18R3 noch keine Klassen gibt nativ, habe ich mir halt bis zur V18 damit geholfen, eine eigene Prozedur zu schreiben, die praktisch New Object abbildet. Warum tue ich das? Weil ich nämlich ohne Angst vor undefinierten Properties in meinem Code zugreifen kann auf Eigenschaften und weiß immer hundertprozentig, dass diese definiert sind. Das heißt, ich kann in meiner eigenen Prozedur von New Object alle möglichen Werte definieren und kann damit auch Default-Werte festlegen. Ne? Also wenn eine Property immer 1 per Default haben soll, dann kann ich das eigentlich praktisch wie ein Konstruktor ist das. Ne? Wie ein Konstruktor kann ich direkt festlegen, mit was für einem Default-Wert das starten soll. Genau. Und wenn man das benutzt, dieses New Object, das ist die eigene Prozedur, dann kann ich direkt darauf zugreifen und muss nicht alle Eigenschaften vorher setzen. Also es reduziert meinen Code schon deutlich, vor allen Dingen von Objekten, die ich sehr oft benutze und heute sehr häufig überall irgendwo benutze. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Auf der linken Seite, das ist zum Beispiel eine Prozedur, die empfängt praktisch in $1 als ersten Parameter einen Klassennamen, den kann ich frei wählen. Was weiß ich, zum Beispiel Settings oder Rechnung oder keine Ahnung, irgendwas. Praktisch ein Klassenname. Und in diesem Fall wird der Klassenname Person abgefragt. Und wenn halt der Klassenname Person ist, dann wird halt ein Objekt instanziert, sage ich mal, wo der Name defaultmäßig leer ist. Hobbys ist eine leere Collection. Das Alter ist 0 und Raucher ist nein. Ist also false. Und gibt den $0 dann das leere Objekt zurück. Also nicht ein leeres Objekt, sondern es ist ein fest definiertes Objekt, ne, mit bestimmten Properties. Und so kann ich dann später, das sehen wir auf der rechten Seite, praktisch mein eigenes OBNew, ne, erster Parameter wie Person, welches Objekt möchte ich instanzieren, welches Objekt möchte ich haben, und kann dann praktisch direkt in der zweiten, dritten Zeile Hobbys abfragen. Wie viele Hobbys habe ich denn? Und kann das im Alert abgeben, angeben und ausgeben. Und muss halt nicht mich darum sorgen, ob jetzt Alter definiert ist, ob Alter gefüllt ist oder Hobbys nicht gefüllt ist. Ja, das macht es also sehr einfach, vor allen Dingen, wenn ich halt das Objekt anpasse, wenn ich halt neue Properties hinzufüge. Ja, dieses Objekt wird, was weiß ich, in ganz vielen Unterprozeduren benutzt und wird überall drauf zugegriffen. Und wenn ich natürlich dann jetzt plötzlich beim Objekt neue Eigenschaften hinzufüge, dann kann ich mir immer hundertprozentig sicher sein, dass die wirklich überall verfügbar sind. Ja, das war zum Thema neues Objekt. So, Order. Genau, Order heißt Object Relational Data Access und man greift damit mit einer Punktnotation auf die Datenbank von 4D zu, die dann als Objekt bereitgestellt wird. Es ist keine Schicht wie im SQL, sondern es ist praktisch eine native Implementierung. Das heißt, es wird nichts mehr übersetzt innerhalb von 4D. Es gibt da nicht großartig einen Analyzer und so weiter und so fort, sondern man kann wirklich direkt, wird direkt von 4D bereitgestellt. Es gibt da keine Zwischenschicht mehr, die irgendwas übersetzen muss. Außer natürlich bei Queries und Formulas und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich dann einen Parser, der das natürlich dann entsprechend übersetzen muss, auf welchen Index zugegriffen werden muss und so weiter und so fort. Genau, ein paar Voraussetzungen. Objektnotation muss natürlich angestellt sein und Unicode. Ich hoffe, das hat jeder. Dann gibt es noch den nativen Datumstyp anstelle von ISO-Format. Das ist auch wichtig. Primary Keys. Nur Tabellen mit Primary Keys werden genutzt, können nur mit Order benutzt werden. Und keine Untertabellen. Und man sollte natürlich auch sich an Namenskonventionen halten. Ne? Also möglicherweise keine Asset und keine Leerschritte und sowas in Feldnamen. Genau. Dann kam die große Frage, wechseln zu Order.
Und definitiv ja. Ich mache das so, wenn ich alten Code überarbeite, wenn er halt nicht unbedingt so aufwendig ist oder so umfangreich ist, oder vielleicht, weil er so umfangreich ist, versuche ich immer gleich auf Order umzustellen. Das macht es halt viel einfacher und ich habe auch keine Seiteneffekte mehr. Und auch keine versehentliche Änderung der aktuellen Auswahl. Da muss man natürlich immer aufpassen, wenn man zu Order wechselt, weil natürlich dann Prozeduren, die da drüber vielleicht dieses Stück Code benutzen, dann doch vielleicht auf irgendwelche Auswahlen doch zurückgreifen muss oder voraussetzen, dass irgendwelche Auswahlen hergestellt werden und so weiter und so fort. Da muss man natürlich den Code richtig ordentlich aufräumen und wirklich sauber schreiben, um da nicht praktisch sich Bugs rein zu programmieren. Aber, also ich meine jetzt die Kompatibilität zum klassischen 4D. Wenn man natürlich alles in Order hat, dann ist das natürlich alles sauber drin. Aber bei der Umstellung muss man natürlich aufpassen, dass mit den aktuellen Auswahlen, dass irgendwelche Auswahlen mit Order gibt es ja nicht mehr aktuelle Auswahlen. Und da muss man natürlich dann aufpassen, wenn man da Order einbaut und klassische 4D-Sprache mischt. Ne? Aber grundsätzlich ist zu sagen, dass natürlich Order dafür ausgelegt ist, auch halt keine aktuellen Auswahlen zu zerschießen im klassischen 4D. Auch das versehentliche Sperren von Datensätzen. Ne? Also wenn man mit Order einen neuen Datensatz erzeugt und man macht halt nicht Unload Record, dann ist er halt gesperrt für andere Prozesse. Das passiert bei Order eigentlich nicht mehr. Ja? Auch mehrere Auswahlen gleichzeitig, weil halt eine Auswahl wie eine Variable behandelt wird, ne? Also eine Selection. Und man hat natürlich einen besseren, viel besseren Funktionsumfang. 4D bietet da für Selections, also für Entity Selections und für Entities viele, viele eingebaute Funktionen an. Ne? Und ist deshalb natürlich auch besser lesbar. Ich zeige ja gleich ein, zwei Beispiele, wo das daraus hervorgeht. Das heißt, einige Grundlagen. Genau, der Befehl ds in 4D gibt ein Objekt zurück, was praktisch das ganze Data Storage widerspiegelt. Da ist die ganze Struktur drin, da sind die ganzen Datensätze drin, wo man drauf zugreifen kann. Und es ist natürlich nicht kopierbar. Man kann also obi-copy nicht drauf ansetzen. Das würde dann einmal null zurückliefern. Blobfelder werden nicht unterstützt. Picturefelder werden seit V17 irgendwas unterstützt und Blobfelder sind leider noch immer noch außen vor. Genau, und wenn man Änderungen an der Struktur macht, dann braucht man ab der V18 R3, auch ein Grund, warum wir sie natürlich einsetzen, brauchen wir die 4D-Anwendung nicht mehr neu starten, sondern die Änderungen werden direkt übernommen. Also man kann direkt drauf programmieren. Ne? So, genau, fangen wir mal mit einem kleinen Beispiel an. Order, dsinvoices.all, all ist die Prozedur, invoices ist die Tabelle. Und DS ist das Data Storage. Das heißt, ich habe jetzt hier in der lokalen Variable alle, habe eine Entity Selection mit allen Datensätzen aus der Tabelle Invoices. Jetzt kann ich statt all natürlich auch direkt ein Query machen, indem ich einfach alle Rechnungen suche, die das Datum größer gleich 1.1.2020 haben. Und bekommen das Ergebnis dann in Dollar Invoices auch hier zurück. So, das Ganze kann man natürlich auch, im echten Leben ist das so, da hat man natürlich Parameter. Das heißt, das Doppelpunkt 1 ist praktisch die Anweisung für 4D zu den ersten Parameter, der danach folgt, dort automatisch einzusetzen. Ne? Also Date ist größer gleich, dann Doppelpunkt 1 und als erster Parameter danach kommt dann Current Date. Und 4D macht dann automatisch daraus einen Query-String und feuert den ab. So. So, und dann kann man auch direkt, was mit normalen 4D-Sprache nicht geht, das Order By direkt hinten ranhängen, wenn man das sortieren möchte. Und intern läuft natürlich dann zweimal eine Übertragung vom Server zum Client. Einmal die Auswahl und dann nochmal bei Punkt Order By ein zweites Mal. Das heißt, da ist ein bisschen Netzwerk-Traffic, was man eigentlich umgehen kann, indem man das Order By direkt in die Query packt. Das ist undokumentiert, soweit ich weiß, aber es funktioniert. Nur als Hinweis, falls irgendjemand Speed haben möchte und die Übertragung nur einmal machen möchte, dann ist das sicherlich ratsam, das Order By zum Beispiel direkt da reinzupacken. Das ist, glaube ich, auch aus Wakanda so übernommen worden. Gucken wir uns das mal ganz kurz an, die eine Zeile hier. Invoices all, Dollar Invoices ist eine Entity Selection und ist ein,
ist ein Typ, ein Variablentyp von C-Object. Das hat eine Property, also eine Eigenschaft, und das ist die Länge. Das heißt, man kann einfach $invoices.length abfragen und hat praktisch die Anzahl der darin enthaltenen Entities, also die Anzahl der Datensätze. So, Zugriff ist hier ganz besonders ab 0. Ab 0 bis Länge minus 1. Ne? Also nicht wie bei Arrays einfach auf mit 1 starten, sondern einfach mit 0 hier bei Entities. Bei Entity Selections. Ne? Und das Gute ist, man kann hier direkt die For-Each-Schleife nehmen, die dann praktisch jedes Element von $invoices durchgeht. Ne? Und dann kann man halt direkt auf eine Rechnung zugreifen. Und in dem Fall wird dann einfach hier das Value aufaddiert. Ne? Das mal als kurzes Beispiel. Ich sage da ja gleich nochmal was dazu. Entity Selections sind wie 4D-Mengen, aber jetzt Variablen, wie man es gerade gesehen hat. Die Übertragung vom Server zum Client funktioniert mit Paging. Das heißt, es wird, wenn man eine Entity Selection aufruft sozusagen, werden eine gewisse Anzahl, jetzt weiß ich nicht genau welche, vielleicht 100 Datensätze, mit einmal übertragen. Das ist praktisch Lazy Loading sozusagen, wo dann, Lazy Loading ist nicht genau, ist nicht richtig, ist halt, bei Zugriff wird dann praktisch das nachgeladen, werden die Entities nachgeladen. Also wenn man im Debugger sich dann praktisch 1000 Stück anguckt, dann wird das dann nachgeladen automatisch. Also wenn man sich eine Entity Selection holt mit 1 Million Datensätze, dann werden natürlich nicht 1 Million Entities übertragen. Das ist nicht der Fall. Na, auch hier Start Transaction und Cancel und Validate Transaction und so weiter und so fort, die werden unterstützt in der normalen 4D-Programmiersprache wie auch bei Order. Ne? Man kann Start Transaction machen und dann kann man Order benutzen und das wird natürlich dann berücksichtigt hier auch bei Order. Genau, auch im Hinterkopf behalten, ich habe ein schönes Beispiel nach mir aus dem realen Leben. Die Entities und Entity Selections können nicht an andere Prozesse übergeben werden. Und auch der Vorteil, wie ich vorhin schon gesagt habe, es sind bereits viele Funktionen integriert. Arbeiten mit Entities. Genau. Die Aussage ist hier, dass man halt nicht mehr mit IDs arbeitet, sondern mit Entities direkt. Heißt, wenn ich an eine Methode eine ID übergebe, denn es ist jetzt mit Order praktisch ein Objekt. Direkt ein C-Object ist das, also das Entity selber. Und nicht mehr mit einer ID. Das heißt, wenn man den Code refactored, also wenn man da den Code ändert vom klassischen 4D auf Order, dann muss man auch hier im Hinterkopf immer behalten, dass es eigentlich viel, viel einfacher ist, wenn man mit Entities arbeitet, als mit IDs. Weil wenn man mit Entities arbeitet, dann kann man immer voll direkt auf die Eigenschaften zugreifen. Ne, und muss nicht nochmal ein Zwischenquery machen und so weiter. Also das ist schon sehr großer Vorteil im Gegensatz zu dem klassischen 4D. Ne, auch hier muss man aufpassen, wenn man natürlich, man kann natürlich auch 0 übergeben. Ne? Das ist natürlich auch ein Wert, den man natürlich in der Prozedur dann halt abarbeiten muss. Ne? Heißt, wenn ich eine ID 0 vorher übergeben habe, dann ist es jetzt praktisch null, den man übergibt in eine Prozedur. Ja, kann man ganz normal abfragen, if null, if $1 ist null. Genau, und Vorteil von Entities und Entity Selections sind auch, dass man einfach in Formulare einbinden kann, dass man die Punktnotation benutzen kann, vernünftig. Und ganz, ganz wichtig und sehr groß integriert, also sehr, sehr wichtiges Feature, wollte ich sagen, sind die Related Entities und die Related Entity Selections. Das zeige ich aber gleich nochmal. So, jetzt kommen wir mal zu meinen 12 Punkten, waren das. 12 Tipps, die ich habe, die aus meiner Sicht wichtig sind zu wissen und beherzigen sollte und immer im Hinterkopf behalten sollte. Das ist Nummer 1, das Erzeugen von Datensätzen. Da gibt es nämlich auch was zu beachten. Hier sieht man einen Prozess auf der linken Seite, der erzeugt einfach eine Company. Also dscompany.new erzeugt in der Variable $company ein leeres Entity. Das ist ein Entity und zwar ist dieses Entity noch nicht in der Datenbank gespeichert. Ich weise dem jetzt einfach die Properties zu, Name City, Heubach Media Hamburg und mache Save und bekomme bei Save ein Statusobjekt zurück. So, was passiert jetzt? Sehe ich das gar nicht?
So, was passiert jetzt? Auf der rechten Seite ein zweiter Prozess. Also links der eine Prozess, der erzeugt die Entity, rechts der ein zweiter Prozess, der schreibt genau diesen Datensatz oder versucht diesen Datensatz zu schreiben. Das heißt, er macht hier auch aus der City, wo vorher links der Prozess Hamburg gemacht hat, macht er jetzt Berlin und sichert den Datensatz. Auf der linken Seite, die Prozedur läuft weiter und irgendwann will ich nochmal die Straße nochmal ändern. Passiert, das passiert. Kann immer passieren und ist mir auch passiert. Jedenfalls der erste Prozess, der läuft immer noch weiter und irgendwann möchte ich in dieser Company Heubach Media doch nochmal was ändern oder was speichern. So, und dann kommt ein Save und dann kommt praktisch beim Statusobjekt Success False zurück. Das heißt, False, der ist erstmal nicht gespeichert worden, weil ein zweiter Prozess dieses Entity angefasst hat. Ne? Also 4D setzt beim Speichern einen internen Counter, sage ich mal, eine interne Versionsnummer pro Datensatz. Und die wird beim Speichern immer erhöht. Und wenn der beim Prozess links, wenn dieser Stempel sich plötzlich verändert hat, dann kommt genau diese Meldung. Das heißt, dieser Stamp has changed und Success is false. So, das ist natürlich, ja, sowas müsste man abfangen. Oder man macht es halt anders. Denn es gibt zwei Möglichkeiten, das zu verhindern. Erste Möglichkeit, ja, gesperrte Daten, jetzt ein schönes Thema. Optimistisches Sperren. Das ist hier eine, so würde ich es nicht machen, kann man aber machen. Das heißt, dass die Company wird erzeugt, ich ändere dann irgendwann die Straße und ich mache mal Save, übergebe ich einen Parameter und zwar Auto-Merge. Das ist eine schöne Sache, aber kann natürlich auch gefährlich sein. Auto-Merge heißt eigentlich, 4D nimmt die Properties, die von den anderen Prozessen nicht geändert wurde und mischt diese. Ne? Also wenn der zweite Prozess nicht die Straße angefasst hat und ich speichere in dem ersten Prozess hier die Straße, dann weiß 4D, aha, der zweite Prozess hat nicht die Straße angefasst, aber dieser Prozess macht die Straße. Also schreibe ich das einfach über und mache Auto-Merge und bekomme dann einen Status zurück, der da heißt Auto-Merge True, Success True. Ne? Das heißt, wenn der zweite Prozess jetzt auch die Straße angefasst hätte, dann würde es ja auch einen Fehler geben. Ne? Also einer kann nur schreiben. Aber das ist gefährlich, weil es halt auch die Integrität natürlich massiv stören kann, wenn natürlich bestimmte Felder auf andere Felder abhängig sind und die in Einklang gebracht werden müssen. Also deswegen ist Auto-Merge immer sehr gefährlich. Würde ich jedem von abraten, aber funktioniert. Und ich bin da eher für das pessimistische Loggen. Das heißt, man geht immer davon aus, dass der gesperrt sein kann und muss diesen Datensatz, also diese Entity vorher explizit loggen. In dem Beispiel hier wird halt ein Save gemacht und danach mache ich direkt Log. Und wenn das Loggen erfolgreich war, also ich mache da if-status.success, dann dann ändere ich wirklich die Straße erst, mache Save und Unlog. Die letzte Zeile ist theoretisch unnötig, weil sobald diese Prozedur zu Ende ist und $company nicht mehr angesprochen wird, also es ist ja eine lokale Variable, wenn diese Variable mit Beenden der Methode freigegeben wird, dann wird auch das Entity freigegeben automatisch. Das meinte ich vorhin mit unabsichtliches Sperren. Ne? Das ist in der klassischen 4D-Sprache, würde ich ein Save machen und würde das so stehen lassen, dann würde der Datensatz natürlich gesperrt bleiben für andere Prozesse. Und das ist bei Order halt nicht mehr der Fall. Sobald die Prozedur zu Ende läuft und die $company nicht mehr verwendet wird, wird 4D automatisch das Entity freigeben. Genau. Arbeit mit neuen Datensätzen. Jetzt kommen wir mal zum dritten Punkt, was mir auffiel, was wichtig ist zu wissen. Und zwar ist es ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben hier links klassische 4D-Sprache. Es wird eine Rechnung erzeugt. Es wird eine Position erzeugt. Dann wird nochmal ein Query gemacht über alle Positionen, um die Summe zu errechnen. Ganz klassischer Fall. Wenn ich das in Order mache, sieht das so aus.
nicht viel anders. Auch Invoice ist new, es wird eine Company-ID zugewiesen, es wird Invoice-Position angelegt und es wird ein Query gemacht und es wird eine Summe gebildet und safe gemacht. Funktioniert auch soweit. Jetzt sehen wir unten, wie die Entity aussieht im Debugger. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Einzelplatz und Mehrplatzsystem. Also auf dem Client und auf dem Einzelplatz. Jetzt sehen wir auf der rechten Seite, Total Value ist 0. Wie kann denn das sein? Es gibt dazu einen wichtigen Punkt, und zwar im Client-Server-Betrieb ist der Primary Key immer leer, solange der Datensatz noch nicht gespeichert wurde. Ganz wichtig. Das heißt, bei dsinvoices.new ist der Primary Key von der Rechnung, also die Datensatznummer oder die ID-Nummer, leer. Sondern man muss, wenn man Code transferiert zu Order, praktisch New und danach sofort ein Save machen. Erst dann bekommt man die ID. Und erst dann kann man die ID auch der Position zuweisen. Also das mache ich auf der rechten Seite. Das heißt, ich mache Dollar Invoices New, ich mache die Company ID auf 1, mache Save. Und erst dann habe ich die Datensatznummer. Dann mache ich zwischendurch nochmal ein Reload. Der Reload hat den Vorteil, dass die verbundenen Datensätze, also die Related Entity Selections, automatisch neu geladen werden. Das mache ich hier, weil ich hier gerade frisch eine Invoice, eine Rechnungsposition angelegt habe. Mache ich einmal einen Reload und kann dann bei der nächsten Zeile, wo ich Total Value errechne, Dollar Invoice, Punkt Invoices Positions und die Summe bilde, kann ich direkt auf die Related Entity Selection zugreifen. Das heißt, ich brauche da auch kein Query mehr machen. Und mache dann Save. Sortieren über mehreren Ebenen, genau. Hier werden alle Personen, die meine Datenbank habe, sortiert über des Firmennamens, der sie angehören, der Person. Darf ich kurz unterbrechen? Ja, bitte. Eine Frage von Herrn Schuckei. Vorteil, Nachteil, gleich die ID mit einem Generate UUID nach dem Punkt New Häfchen verbergen. Ich verstehe die Frage nicht. Verstehen Sie? Was? Im Chatfenster. Sehen Sie das? Sekunde. Vor- und Nachteil gleich die ID. Ihr Schweigen freut mich. Ja, das ist es. Das Auto-Inkrement ist sicherlich bequemer. Das Problem ist aber, dass nicht. Das kann man machen. Ich hatte es selber nicht probiert, weil ich selber UUID nicht benutze, sondern immer nur eine lange Ganzzahl. Und da ist halt Auto-Inkrement an. Und da gibt es halt keine Möglichkeit über die Sequenznummer, was halt der klassische 4D-Befehl ist. Benutze ich ja auch nicht mehr, weil es halt Auto-Inkrement gibt. Also von daher, und es gibt halt keine Möglichkeit, die selber zu berechnen von 4D-Seite aus, aber könnte sein, dass es da sogar einen Fehler gibt bei Save, wenn das gefüllt ist, weil 4D versucht, dieses Feld ja auch zu schreiben. Also das müssen wir mal ausprobieren, aber denn man könnte Generate UUID benutzen, ja, würde ich auch sagen. Kann man benutzen. Also stimme ich dem Helmut dazu. Kann man machen, muss man aber nicht. Genau, würde ich auch sagen, ja. Würde ich auch sagen. Ich glaube, 4D wird dann, dürfte eigentlich nicht überschreiben. Dürfte nicht überschreiben. Aber es ist ja nicht dokumentiert, ne? Nehme ich mal an. Von daher, kann das ja auch dann wieder in der nächsten Version anders sein. Ne? Also was ist, wenn das private, ja, ist ja, ich nehme an, es ist nicht dokumentiert, vielleicht weiß es ja jemand besser. Wenn diese ID oder die UID halt gesetzt ist und dann safe für ein neues Entity gemacht wird, ob denn 4D meckert oder nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Ja. Das müssen wir mal ausprobieren, weiß ich nicht. Das ist nicht gemacht, weil ich immer Auto-Inkrement nutze. Ja. Okay. Weiter. Autogramm muss man nicht sogar machen. Ja, genau. Daniel Müller, das ist richtig. Ja, wenn das Autodokument aus ist, ist ja wahrscheinlich bei einigen noch, dann muss man das wirklich selber machen. Ja. Ja. Dann hat man seine eigene Prozedur zur Errechnung der ID und des Autoinkrements und dann muss man das selber machen. Ja.
dann hat man diesen Nachteil wahrscheinlich dann nicht. Ja. Genau, okay, dann machen wir weiter hier. Okay. Schneiden wir raus. Bitte? Schneiden wir raus. Ach Quatsch. Genau, also, genau. Das über mehrere Orders, über mehrere Ebenen zu sortieren, ist genau in der obersten Zeile. Das ist ja der einfachste Weg. Man kann das aber auch dynamisch machen, indem man eine Collection übergibt mit den Faden, nach denen man sortieren möchte. Ja, nichts Aufwendiges eigentlich. Sortieren mit Formeln ist da vielleicht schon bei diesem Beispiel hilfreich, um zu zeigen, wie es geht. Also hier ein relativ großes Beispiel, also groß im Sinne von, es hat 10, 15 Zeilen Code. Hier werden praktisch alle Companies, alle Firmen durchgegangen und wird halt für jede Firma ermittelt, wie viel Volumen sie an Rechnungen haben, und das wird danach sortiert, absteigend dann. Ne, da wird praktisch dann unten Order by Formula gemacht und dann wird das halt sortiert. So könnte es aussehen. Man kann natürlich auch bei Order by Formula, kann man natürlich auch eine Methode einbinden, aber da muss man natürlich auch ein paar Zeilen schreiben, um das zu ermitteln. Ne, so eine Prozedur hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie geschrieben, um die Firmen zu sortieren nach Volumen, nach Rechnungsvolumen. Und das kann man mit Order in einer Zeile machen. Indem man DS Companies All und dann Order by Formula, und dann gibt man eine Formel, die kann auch ein Text sein, aber ich favorisiere natürlich hier die Formula-Befehl, weil er halt auch tokenisiert ist und man kann danach suchen, und das ist schon schicker, als wenn man das alles in Text packt. Genau, und thisInvoices.sum, also Invoices ist die Verknüpfung zwischen Firmen und Rechnungen. Es gibt Companies, es gibt Invoices, und dazwischen gibt es eine Verknüpfung, eine Entity Selection, die da heißt Invoices. Und diese Verknüpfung spreche ich einfach an. Mit this.invoices ist wie ein eigenes Feld. Es kann direkt wie ein eigenes Feld angegeben werden. .sum. Ich kann auf eine Entity Selection kann ich eine Summe legen oder kann halt Methoden aufrufen. Ich kann ja auch nochmal Order oder tralala. Gibt ja alles Mögliche, so unendlich, was ich damit machen kann. Also hier .sum und übergibt dann den Property-Namen von Invoices. Das ist jetzt Value. Ne? Und das jetzt in eine Formel gepackt und übergibt dann halt nochmal Descending, also absteigend. Und dann funktioniert das sogar. Ne? Genau, da können wir uns nochmal angucken. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Wie ich schon gesagt habe, man kann das hier als Text übergeben. Oben ist die Formel, die ich eben gerade beschrieben habe. Also in der zweiten Zeile ist dann das als Text. Und man kann das in der dritten Zeile halt auch mit this, Doppelpunkt C1470, 1470, ist dann halt der Befehlsname. Falls der Befehlsname sich irgendwann mal ändert oder falls man das in der französischen 4D-Version aufmacht, dann erkennt 4D automatisch, dass das dann halt also kann das automatisch übersetzen. Das ist also der Command-Name 1470, ne? Oder Befehlsnummer. Oder man kann das auch dynamisch zusammenbauen. Ne? Also man kann jetzt hier auch eine Formel übergeben, direkt mit dem Objekt, was man da sortieren möchte, und da kann man halt, also man kann die wildesten Sachen damit machen, ne? Wie man sieht. Ne? Man kann auch Methoden einbinden und alles Mögliche. Also man kann das wirklich dynamisch auch zusammenbauen. Ja. Welche Fragen? Collections. Genau, also Collections ist wirklich eine Funktion oder ein Datentyp, der umfangreiche Manipulationsmethoden bereithält. Wenn es auf Geschwindigkeit trotzdem noch ankommen sollte, also wenn man 1 Million Zeilen hat oder 10 Millionen Zeilen hat und die vom Client zum Server überträgt, dann sollte man immer noch Arrays benutzen, weil die halt dann viel schlanker sind. Man braucht auch keine Zeiger mehr. Und auch ein guter Vorteil, ein großer Vorteil ist, dass man eine Methode auch eine C-Collection zurückgeben kann. Ja. Es ging im klassischen 4D nicht, da konnte man kein Array zurückgeben. Da musste man mit Pointern dann rumpointern.
Genau, und viele Funktionen sind integriert in 4D. Und man kann dann wie auf Entity Selections auch auf Collection zugreifen mit ähnlichen Befehlen, sage ich mal. Queries zum Beispiel können so abgefeuert werden auf Collections, wie ich das auch auf einem normalen Datastore machen kann. Ne? Also auch mit Order By und so. Also das funktioniert mit Collections genauso wie auf Entity Selections. Ne? Also das ist auch ein ganz großer Vorteil. Man muss da nicht extra was dazulernen. Man kann da wirklich direkt übergehen, auch Collections zu benutzen. Und natürlich auch for each ist natürlich auch ein Vorteil. Man muss sich immer for $i und dann, wenn man da raus will, dann muss man $i manipulieren und muss auch nicht mehr sein. Rechts habe ich nochmal aufgelistet, was es alles, also ungefähr, was es alles so für Funktionen bei Collections gibt. Wirklich sehr, sehr viele. Man findet eigentlich immer was. Also man kann da wirklich viel machen, also die in 4D eingebaut sind und die funktionieren auch eigentlich alle. Genau, Collections in Order. Zum Beispiel Query in Array oder Query Selection in Array. Sieht denn in Order so aus? Man erzeugt eine Collection. Push heißt, man legt einen Wert, man hängt einen Wert der Collection an, heißt Push. Also hier eine 1 und eine 2. Oder halt, man kann das auch, sieht man da in der vierten Zeile sieht man das. Ich kann auch bei New Collection direkt die Werte in den Parametern also übergeben und dann kann ich mir das Push dann auch sparen. Also wenn es mal schnell eine Collection werden soll, dann kann man das einfach mit Klammer auf dann einfach die Elemente hinten ranhängen und dann ist gut. Und die Abfrage, Company sieht dann aus, indem ich einfach den In-Operator nehme. Ne? ID in Doppelpunkt 1 und übergibt dann die Collection und dann ist das wie ein Query in Array. Ne? Und das Gleiche kann man auch, wenn man das auf eine Collection macht. Also im rechten Beispiel erzeuge ich in der dritten Zeile da DS Companies All to Collection. Das heißt, ich erzeuge aus allen Firmen eine Collection mit den Attributen, mit den Properties ID und Name und kann dann die gleiche Query halt auch auf die Collection machen, wie links auf das Data Storage. Ne? Fragen dazu? Nö. Der Herr Hillebrand schreibt, Collections haben keinen Index, also Vorsicht bei großen Collections und Queries. Genau, das habe ich, genau, das wollte ich vorhin sagen. Wenn jemand natürlich eine Million Dinger hat, also eine Million Zeilen hat und damit sortiert und suchen zum Beispiel auch, wird natürlich dann entsprechend langsamer. Ne? Also ich sag mal, Collections kommt drauf an, was da jetzt drin ist. Es gibt ja flache Collections, jetzt hier wie zum Beispiel mit 1, 2 oder 9 und 10. Und es gibt natürlich Collections, wo Objekte drin stecken. Ne? Wenn natürlich dann man Millionen Zeilen hat und da sind natürlich dann eine Million Objekte drin, das dauert natürlich entsprechend lange, wenn man da natürlich drin sucht. Ne? Wenn ich wirklich eine Million oder 10 Millionen Elemente habe im Array und ich kann dann zum Beispiel Find in Sorted Array nehmen. Das ist natürlich dann, das ist gar nicht messbar, wie schnell das geht. Ne? Als wenn ich das mit Collections natürlich mache. Da ist natürlich richtig. Das wollte ich vorhin zum Ausdruck bringen. Ne? Das ist natürlich langsamer. Das ist natürlich langsamer, muss natürlich auch den Komfort abwiegen. Ne? Man hat natürlich einen gewissen Komfort beim Programmieren. Aber ich sag mal, wenn es nicht über 100.000 sind, kann man Collections eigentlich benutzen. Also da, ich habe, wie gesagt, wir benutzen das seit drei Jahren benutzen wir Collections und wir haben keinen Performance-Einbruch überhaupt irgendwo erlebt. Ne? Natürlich bei großen Sachen nennt man Entity Selections. Da macht es auch keinen Sinn, das umzukopieren in irgendwelche Collections. Das macht überhaupt keinen Sinn. Man kann direkt die Entity Selection nehmen. Und dann ist es halt wie mit 4D optimiert das halt mit Paging dann. Ne? Also wie schon erwähnt, dass wenn dann halt nur gewisse
Anzahl an Datensätzen übertragen. Und FIDE optimiert das ja, das hat er auch nochmal gesagt, FIDE optimiert ja Entity Selections dahingehend, dass natürlich nur die Properties wirklich auch übertragen werden tatsächlich, die angesprochen werden auf dem Client. Ne? Also FIDE hat da, das kann man in der Doku nachlesen, praktisch so ein, wie so eine Lerndatei, sag ich mal, dass FIDE automatisch herausfindet, welche Properties werden benutzt bei einer Selection und nur die Sachen dann wirklich überträgt. Ne? Aber um zurückzukommen, also bei Collections, ich sag mal 10 bis 100.000 halte ich eigentlich für unkritisch. Kommt auch darauf an, was man macht. Ob man jetzt hier wirklich einen Feind-Index oder irgendwas macht, das muss man dann alles wirklich im Detail testen, wenn man mit so großen Collections dann rumhantiert. Ne? Aber ich sag mal, wenn man 1.000, 5.000 hat, das ist unkritisch. Das ist Millisekundenbereich eigentlich. Ne? Weil es ist ja eine Collection, ist ja im Speicher, ist ja im Hauptspeicher. Da wird da gar keine Netzwerklast übertragen, also keine Client-Server-Verbindung übertragen. Daher sehe ich das also bei 100.000. Bei 100.000 denke ich, ist das so eine Grenze. Ne? Also okay. Genau. Und auch eine tolle Sache ist der Not-Operator. Ne? Also man kann das auch umdrehen. Das ging vorher meines Wissens ja nicht so einfach. Man kann nämlich ein Query Not in Arien machen. So, das gab es ja. Man musste vorher mit Sets rumhantieren. Man kann jetzt sagen, ich möchte zum Beispiel hier bei dieser Collection Werte 9 und 10 möchte ich nicht in der Auswahl haben. Das heißt, ich mache Not ID in Doppelpunkt 1 und gibt dann die Collection. Also Query Not in Arien. So was gibt es tatsächlich. Auch ein Vorteil, um auf Order zu wechseln. Links ist zum Beispiel ein Beispiel, was ich so ähnlich, ne, es ist, sieht ein bisschen doof aus, der Code, aber ich habe das angepasst als Beispiel, was ich in meinem Code drin hatte. Und hier werden einfach nur zwei Arrays aufgebaut und ein Array mit ID und ein boolisches Array, und in dem boolischen Array wird praktisch angegeben, True oder False, ja, und ich selektiere danach. Also unten wird dann eine Schleife durchlaufen, und wenn False drin steht, dann werden diese Elemente entfernt. Also es ist eigentlich, ja, es werden alle False-Elemente werden eigentlich aus diesen synchronisierten Arrays entfernt. Ne, so hat man das halt zu Fuß gemacht. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, wo zwei Arrays sind, und manchmal hat man ja im Code wirklich mit 10 oder 20 Arrays, die synchron gehalten werden. Und man programmiert sich dann wirklich einen Wolf, und ganz schlimm wird es natürlich, wenn man Arrays hinzufügt, dann wird es richtig Wust, und das kann man wirklich alles sparen, indem man das so macht. Die ersten Zeilen, also Zeile 3 bis Zeile 8, bauen halt eine Collection auf, wie es auf der linken Seite ist, und diese Schleife, die wir links haben, die wird auf der rechten Seite in Zeile 10 in einer Zeile abgefeuert. Ne? Also man kann direkt ein Query drauf machen und man hat sofort das Ergebnis, und man muss überhaupt nicht viel Code schreiben. Es ist viel, viel logischer, als es vorher war. Ne? Und man kann viel logische Sachen abbilden, als es vorher mit FIDE war. Also auch viel übersichtlicher auf jeden Fall. Und vor allen Dingen ist es auch wartungsarm, muss man sagen. Ne? Also wenn man da oben Zeile 3 bis Zeile 8 dann irgendwie nochmal einfällt, oh, ich brauche da nochmal ein zweites Feld, dann wird Zeile 10 ja nicht ungültig. Ne? Also Zeile 10 wird nicht ungültig dadurch. Auf der linken Seite, wenn ich oben Array doch nochmal ein drittes Array hinzufüge, dann wird die Schleife unten ungültig, weil das andere Array nicht mit entfernt wird. Sondern ich muss wirklich immer viel Code schreiben, und das habe ich auf der rechten Seite nicht mehr. Genau. Genau. Und auch was ich sehr oft benutze, ist for each. Also eigentlich zu 99% benutze ich for each. Auf der linken Seite die Vorschleife mit $i und auf der rechten Seite for each, und da wird halt eine Collection durchgegangen. Ne? Wird jedes Element der Collection durchgegangen. Das kann man auch mit Eigenschaften eines Objektes machen. Ja, also der Property-Name wird durchgelaufen. For each wird als zweiten Parameter ein Objekt angegeben. Und ganz häufig natürlich eine Entity Selection durchlaufen, ne, und jedes Entity durchgegangen. Das sind eigentlich die, genau, mehr gibt es glaube ich nicht, drei Fälle, wo for each zum Einsatz kommt.
Als Beispiel hier, es werden hier alle Companies in die Dollar Companies geladen, die Entity Selection, und dann wird das durchgegangen mit for each. Der erste Parameter ist die Laufvariable, sag ich mal. Da steht halt, also Dollar Company ist dann die Laufvariable und da ist die Entity drin, die für diesen Durchlauf praktisch gilt. Der zweite Parameter gibt dann die Entity Selection an, die durchlaufen wird. Und wie vorhin schon gesagt, man kann ohne $i zu manipulieren auch aus dieser Schleife ausbrechen, indem man bei while abfragt, welche Bedingungen zutreffen muss, damit die weiterläuft. Na, also solange $error 0 ist, läuft diese Schleife weiter. Das heißt, man muss hier nicht $i manipulieren, um da auszubrechen aus dieser Schleife. Auch eine schöne Sache und die benutze ich natürlich auch sehr häufig. Ja. Genau. Und auch, was man hier sieht, da wird beim zweiten Alert wird ausgegeben, der Index, wo ich gerade bin. Auch wenn ich kein $i habe, kann ich trotzdem rausfinden, an welcher Position ich stehe. Und zwar kann ich dann einfach Index off nehmen. Und wenn ich bei Dollar Company Index off nehme und kann ich noch eine Entity Selection angeben. Aber wenn ich da kein Parameter angebe, dann weiß für die automatisch, okay, diese Entity gehört zu dieser Dollar Companies Entity Selection, dann weiß ich auch, wo ich bin. Das funktioniert ganz gut. Das heißt, ich mache plus 1, weil natürlich der Index bei 0 losrennt. Und kann so ausgeben, an welcher Position, also die wievielte Company, also die wievielte Firma ich hier gerade am Wickel habe. Ne? Das heißt, ich kann auch ohne $i arbeiten. Das Ganze funktioniert auch mit Collection, ist da dazu gesagt. Wenn ich eine Collection habe mit Objekten drin, dann funktioniert das auch mit Objekten genauso wie mit Entity Selections. Wie anfangs schon erwähnt, man kann Entities und Entity Selections nicht an andere Prozesse übergeben, weil natürlich jeder Prozess seinen eigenen Datensatzstatus hat. Also es gibt natürlich Datensätze, die in einem Prozess existieren, in anderen natürlich nicht, weil in dem ersten Prozess die Transaktion noch nicht zu Ende gelaufen ist oder so weiter und so fort. Das heißt, jeder Datensatz hat in jedem Prozess seine eigene Identität, sage ich mal, seinen eigenen Status. Man kann sich natürlich einen Workaround schaffen und dafür nimmt man dann auch zum Beispiel Collections. Hier zum Beispiel. Ne? Das heißt, ich habe hier ein Objekt. Also erstmal hole ich mir eine Company mit der ID 18. Das ist eine Entity. Dann erzeuge ich ein leeres Objekt, füge dann noch irgendwelche Informationen dazu und packe das Entity in eine Property. So, und dieses Objekt übergebe ich jetzt an New Process oder Execute on Server. Und das ist natürlich eine schlechte Idee. Das funktioniert auch nicht, weil lokal oder remote ist the entity, also diese Property, ist undefined. Die wird gar nicht übertragen. Die ist noch nicht mal null, die ist wirklich undefined. Und bei execute on server ist the entity, also diese Property, die wirft gänzlich einen Fehler, cannot stream a database object, und $1 ist eigentlich auch undefined. Ne? Also das sollte man wirklich lassen, weil es bricht wirklich den Code. Also es wirft Fehler in allen Ecken und Enden. Das sollte man nicht machen. Da gibt es natürlich eine Möglichkeit, und das ist wie klassische WD. Man übergibt statt dem Entity dann natürlich eine ID. Und in der Prozess, der dann aufgerufen wurde, erzeugt man praktisch aus dieser ID wieder das Entity. Ne? Und wie man auch sieht, man kann hier auch, hier in dem Beispiel ist es $object, the entity, kann man natürlich aus einer Property, die eine ID ist, also ein Real-Wert, kann man ein Objekt machen. Ne? Also ein C-Object machen. Also man kann während der laufenden für die Anwendung logischerweise auch diese Property vom Typ her ändern. Ne? Ist also nicht mehr eine ID drin, sondern ist die richtige Entity drin, und dann kann ich da ganz normal mit weiterarbeiten. Hier muss man natürlich aufpassen, deswegen kann man Entities und Entity Selections nicht übergeben an neue Prozesse, weil die natürlich einen eigenen Status haben, und es kann natürlich sein, dass natürlich diese Entity gar nicht gefunden wird. Das heißt, die Entity kann natürlich auch null sein plötzlich. Das heißt, man muss das auch auf jeden Fall abfangen.
ob diese Property 0 ist. Aber es gibt keinen Fehler. Neuen V18, glaube ich, oder R2, nicht, V18, glaube ich, ist C-Variant. Und zwar hilft uns dieser Daten, das ist ja kein, eigentlich kein Datentyp, aber es ist eine Compiler-Anweisung, hilft uns dabei, Schritt für Schritt nach Order zu wechseln. Ich zeige gleich mal ein Beispiel. Ja, bitte. V18. V18, ja, okay. Hm. Hier haben wir eine Prozedur. Do something with record zum Beispiel. Die erwartet einmal einen Tabellenzeiger und in der zweiten Zeile erwartet sie eine Entity Selection. Also dscompanies.all gibt ja eine Entity Selection über alle Datensätze zurück. Das wäre ohne C-Variant nicht möglich. Das würde der Compiler, würde gar nicht gehen, weil man müsste ja $1 irgendwie deklarieren. Das geht nicht, das ging vorher nicht. Ein Wunder, dass es wirklich jetzt geht, weil man kann nämlich den $1 als C-Variant definieren. Und man kann dann diesen $1, diese C-Variant-Variable, kann man nach dem Typ abfragen. Und zwar mache ich dann einen Case-Verteiler mit Value-Type und überprüfe, kommt da ein Pointer oder kommt da ein Objekt. Und dementsprechend kann ich dann die Methode dann anpassen. Ne? Also in dem Fall, wenn ein Pointer kommt, dann mache ich Records in Selection und gebe die Anzahl der Datensätze im Alert aus. Oder wenn ein Objekt kommt, dann weiß ich, okay, da kommt jetzt ein Entity Selection und kann dann da auf die Entity Selection mit Punkt Length direkt zugreifen und weiterarbeiten. Das heißt, man kann schrittweise seinen bestehenden Code erweitern, indem man den alten Code nicht bricht, indem man sagt, okay, diese neue Methode, die erwartet jetzt nicht nur einen Zeiger, sondern die kann jetzt auch ein Entity oder kann auch ein Entity Selection empfangen. Ne? Das heißt, gerade im Arbeiten mit Teams und so weiter kann man natürlich dann nicht alle Aufrufe plötzlich ändern, sondern man kann das wirklich schrittweise machen. Und wenn man neuen Code schreibt, muss man nicht extra für Order oder für Objekte neue Methoden anlegen, sondern man kann bestehende Methoden nehmen und diese dementsprechend mit C-Variant erweitern. Das war auch ein wichtiger Tipp, finde ich, und benutze ich auch sehr häufig. Genau, viele haben sich schon gefragt, ja, was ist damit old, wenn man alten Code überarbeitet? Es gibt eigentlich keinen Ersatz in Order. Aber es gibt ein Workaround, sag ich mal, das ist nicht ein Workaround, das ist mehr ein Feature, in dem man Diff aufruft. Ich erkläre das nochmal ganz kurz hier. In der ersten Zeile mache ich get, ich hole mir eine Entity mit der ID 17, ich weise dem neuen Namen zu. Und dann will ich rausfinden, was hat sich denn bis dahin eigentlich geändert im Gegensatz zu dem gespeicherten Entity. Ne? Also wir wissen das jetzt hier, ist natürlich Name wurde geändert. Aber ich will das natürlich prozedural, will ich das natürlich rausfinden. Das heißt, ich klone meine Entity, dann habe ich aber erstmal nur ein Abbild von meiner jetzigen. Also Klon heißt, ich erzeuge einen neuen Zeiger. Klon heißt nicht, ich dupliziere einen Datensatz. Ne? Also ganz wichtig zu verstehen. Ich erzeuge praktisch einen neuen Dateizeiger, eine neue Instanz einer Entity. Es ist kein neuer Datensatz im Datastore. Das heißt, ich mache hier einmal Klon. Das heißt, ihr habt eine zweite Entity und ruft den Reload auf. Reload erzeugt natürlich, holt sich natürlich die Daten neu vom Server und habt dann natürlich die geänderten Werte, natürlich, also die Ursprungswerte drin. Das heißt, ich kann jetzt hier mit $company und $company old, habe ich natürlich jetzt plötzlich zwei Entities von dem gleichen Datensatz und kann jetzt hier mit diff arbeiten. Und diff gibt mir zurück, was alles geändert wurde. Das gleiche auch mit duplicate. Duplicate gibt es eigentlich auch keinen wirklichen Ersatz in Order, also nicht von Haus aus. Sondern hier muss man einen anderen Weg gehen. Hier muss man das Entity in ein Objekt kopieren. Also hier $company2object bekommt praktisch ein $copy eine, ja kein Entity, sondern ein richtiges Objekt zurück. Und aus dem muss ich dann die ID manuell entfernen. Und mache ich das nicht, dann würde beim Speichern ein Fehler kommen. Ne? Also es würde beim Speichern ein Fehler kommen, dass diese ID, also dieser Primary Key, schon existiert. Logisch.
So, das heißt, ich mache dann unten einfach Dollar Companies, getDataClass.new. Das heißt, ich erzeuge von dieser Entity in dieser Data Class einen neuen Record und mache dann from Object und übergebe im ersten Parameter diese Kopie und habe, und 4D kopiert das dann in das Entity rein und mache Save. Das ist eigentlich das schon alles. Wichtig ist natürlich, dass hier keine Blobs mit kopiert werden. Ne? Das muss man natürlich immer, im Hinterkopf behalten. Was sagt denn die Zeit überhaupt? Oh, das ist schon eine Stunde dabei. Entities in Entity Selection. Was mir auch aufgefallen ist, muss auch jeder im Hinterkopf behalten, wenn man mit den, also man kann auf Entity Selections mit eckigen Klammern zugreifen, direkt auf die Entities. Wird mit 0 auch gestartet hier, also 0 bis längs minus 1. Und wenn man natürlich jetzt hier so einfach der Bequemlichkeit halber einfach Dollar Companies und dann einfach die Entity anspricht mit 0, Punkt Name und Punkt Save, dann wird das nicht funktionieren. Warum? Rechts macht man das so, man kopiert das erst in eine lokale Variable, also eine Entity-Variable, weiß dann zu, Punkt Name und dann Punkt Save. Links funktioniert das deshalb nicht, weil bei jedem Zugriff über die eckigen Klammern 4D automatisch den Datensatz neu lädt. Das heißt, er würde den neu laden, Punkt Name, also auf der linken Seite, er würde praktisch, wenn man zugreift auf eckigen Klammern, Punkt Name, würde er den Datensatz neu laden. Man macht eine Zuweisung und dann macht man in der zweiten Zeile noch, lädt 4D praktisch den nochmal nach, macht Save, aber durch das neue Nachladen ist die Änderung eigentlich weg. Das heißt, auf die linke Seite kann nicht funktionieren. Nur, dass man das mal gesehen hat, das darf man nicht machen. Ja, war noch eine Frage? Jo, der Herr Müller wieder. Soll ich vorlesen? Nee, ich sehe schon. Es gibt auch Touch-Attributes, ja. Ist richtig, ja. Achso, das sollte nur erwähnen, ja. Ein Hinweis. Ja. Es gibt Diff, es gibt Touch-Attributes und genau. Man guckt wirklich mal in einer ruhigen Minute sich die Dokumentation mal durch, überfliegt die mal, was es da wirklich alles für Möglichkeiten gibt. Wie schon gesagt, es sind wirklich sehr, sehr viele Funktionen, die eingebaut sind, die man da nutzen kann. Ja. Und dazu gehört auch Touch-Attributs. So, mein letzter Punkt ist Order in Formularen. Man kann ein Objekt an den Befehl Dialog übergeben und dann kann man über das Objekt natürlich darauf zugreifen. Das ist das Form. Also der Form-Befehl von 4D gibt dann dieses Objekt zurück. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie gemacht. Aber man kann natürlich auch diesem Objekt Entities und Entity Selection mitgeben. Das heißt, auf der rechten Seite sehen wir einfach auch schon eines Formulars, wo ein Entity, also Form.end. Also das End soll dieses Entity repräsentieren. Punkt Name ist dann die Property. So, und da kann man direkt dann in das Formular, ohne groß Code zu schreiben, oder man muss keinen Code schreiben, kann man direkt dieses Entity, das kann eine Firma, kann eine Person, kann irgendwas sein, kann man direkt schreiben. Das heißt, man braucht da wirklich nicht, man muss das nicht anzeigen, man muss das nicht speichern, sondern man kann es direkt eingeben. Das Gleiche gilt auch für Checkboxen, für Ablaufdialoge und Listboxen. Zu Listboxen sage ich gleich noch was. Was nicht geht, sind Dropdown-Menüs. Die gehen weder mit Order noch mit Collections. Gehen aktuell noch nicht. Leider noch nicht, weil das bräuchte ich wirklich dringend. Order in Listboxen. Kommt eine Frage? Der Herr Hildebrand fragt nach Order und Trigger. Das funktioniert nicht. Gut, weiter. Kommt aber. In irgendeiner R-Version wird das kommen, dass man Prozeduren bei Entities hinzufügen kann. Also, ja, dass man auch die Entities erweitern kann. Ne? Also, man kann R3 führt ja dann Klassen ein und in irgendeiner der nächsten Versionen wird das dann kommen, dass man auch Companies oder also richtig Data Classes dann auch erweitern kann. Ne? Und
Das hat ja Laurent ja auch in einer seiner Sessions gezeigt. Aber Trigger nee, können ja nicht funktionieren eigentlich. Ne? Die können ja nicht funktionieren, weil die auf klassische 4D-Code basieren. So. Ich selber benutze auch nie Trigger. Der Herr Hong fragt, was geht denn da mit Triggern nicht? Also ich denke, die gehen nicht. Eigentlich dürften die nicht gehen. Weil ihr müsst in die Dokumentation gucken, weil man müsste über This ja darauf zugreifen können. Vielleicht hat der Hong hat das ja schon ausprobiert. Okay, im Forum gibt es eine Diskussion dazu. Okay, wir verweisen auf das schöne neue Forum des cache.philipp.com. Unten finden Sie den Link. Weiß es denn jemand? Also Ein beim Staple. Save wird der Trigger getriggert. Wird der Trigger getriggert? Das heißt, man greift dann über This drauf zu. Nehme ich mal an. Okay, denke ich mal. Ich nehme an, ja. Na gut, dann gehen Trigger, Ja. ja. Nein. Oder Tabelle. Das soll gehen? Okay, Also soll da, ich. damit der. Das soll gehen, okay, ja. Ich kann den Herrn. Der liebe Herr Müller möchte nicht wirklich was sagen dazu. Denn Herr Müller, Daniel hat es wahrscheinlich schon ausprobiert. Ja, hallo. Kann man mich hören? Ja. Ja, also Trigger laufen so, dass egal was man mit Order macht, wenn man einen Trigger auslöst, ist im Trigger der Datensatz als Current Record geladen und man kann nur mit der bisherigen Datenbankzugriffssprache darauf zugreifen. Okay, also Trigger gehen, aber nicht mit Punktnotation sozusagen. Notation, Order etc. kann man nicht benutzen, beziehungsweise klar, man kann natürlich dann auf andere Tabellen zugreifen mit Order, das ist dann auch ganz praktisch. Aber der Current Record ist dann halt ja nur über die bisherige Datenbanksprache verfügbar. Okay, das funktioniert auch mit Record-Locking und so weiter, ne? Das ist da nicht irgendwie was. Ich hoffe es. Was soll da mit Record Locking passieren? Also Naja, dass für die das intern auch sauber implementiert hat, sag ich mal, ne? Wenn die da praktisch, also für die wird ja irgendwo intern da ein Current Record ja laden. Ne? Und das ist ja eigentlich nicht mit Order nicht mehr notwendig. Aber wenn sie es mit meinem Trigger dann plötzlich doch tun, kann es vielleicht sein, dass da irgendwo doch, weiß ich nicht. mal, dass man da wahrscheinlich Performance verschenkt, wenn man Trigger benutzt, aber funktionieren tut das. Also bisheriger Code, Datenbanken, die Triggerfunktionen haben und wo jetzt mit Order gespeichert wird, da funktionieren die Trigger einwandfrei weiter. Okay. Das heißt, Trigger funktionieren so weiter, aber nicht in dem, ich sag mal, in dem Order-Universum, weil eigentlich müsste man ja mit This arbeiten können, denn Genau, also wenn es bei. sowas gibt, dann ist es absolut versteckt und bis jetzt hat noch niemand Informationen dazu rausgegeben. Also ich glaube, das gibt es nicht. Ich hatte da auch schon Okay. mal nachgefragt und nicht ganz viel gehört dazu. Ich gebe die Frage dann mal hier intern weiter. Die sind ja bei alle beschäftigt, habe ich schon nachgefragt. Vielleicht gibt es ja eine Antwort. Okay, also halten wir fest, dass es denn geht. Erstmal mit den 4D, mit 4D-Code gehen die Trigger dann. Sollte es nicht gehen, Herr Müllers E-Mail-Adresse blenden wir nachher ein. Oh ja. Rufen Sie alle an. Die Die Handynummer, die Handynummer, private Handynummer, ja. genau. WhatsApp. Genau. Okay. Ich schalte ihn wieder stumm, damit er ihn nicht wehren kann. Okay. Genau. Genau. Also zu Listboxen, wir haben Listbox im Einsatz und machen auch verstärkt mit Collections und Entity Selections Gebrauch, weil es halt sehr, sehr wenig Code nur noch ist, die wir schreiben müssen. Ne? Also auch das Sortieren und das Laden von Arrays in Listboxes hat halt alles sehr viel Code in Anspruch genommen. Das braucht man halt alles nicht mehr. Und man muss sich auch verabschieden von der Verwendung von Positionsangaben, sondern man kann direkt auf das Element zugreifen. Man muss nicht mal rausfinden mit Listbox get position oder nee, get selected element oder was der Befehl heißt. Muss man die Position rausfinden, die geklickt wurde und das braucht man alles nicht mehr machen, weil man bekommt nämlich automatisch die Position und die Elemente in eine Collection oder in eine Entity wieder. Ne? Und da kann man direkt abfragen, kann man direkt darauf zugreifen, man muss nicht mehr mit Position arbeiten. Wie, ne? Also das hier zum Beispiel
So ruft man das Formular auf. Man erzeugt ein Objekt, man $Info und bei $Info macht man eine Selection, eine Property mit einer Selection von allen Firmen, öffnet das Fenster und übergibt dieses Objekt $Info an den Dialog. Und im Dialog kann ich dann mit Form drauf zugreifen. Also man kann dann hier das Formular designen und man gibt dann hier mit Form Punkt und Form nochmal gibt das Objekt $Info zurück. Also Form ist das gleiche wie $Info. Und dann mache ich einfach Punkt Selection und für D zeigt dann in dieser Listbox diese Selection erstmal an. Und in der Listbox kann man dann im Design mit this arbeiten. Und this ist dann eigentlich das Element, was ich zugewiesen habe, also form.selection ist die Auswahl. Und this ist dann praktisch diese eine Selection. Und kann dann mit this einfach auf diese Properties zugreifen. Und macht mir hier this name, this street. Und ich kann ja auch die Anzahl der Personen zum Beispiel angeben. This persons ist dann halt die related entity selection mit Punkt length. Einfach drauf zugreifen und anzeigen. Noch nicht eine Zeile Code in dem Dialog geschrieben. Dann kann man noch ein bisschen mehr machen. On display detail. Der Vorteil von on display detail ist, dass man nur die Berechnung auf sichtbare Zeilen runterbrechen kann. Das war für die auch völlig automatisch. In dem Beispiel wird dann einfach hier eine vierte Spalte angefügt. Das ist Info. Und ich kann in einer Methode kann ich dann angeben, was er denn da anzeigen soll. Ne? Also hier $0 und dann wird es einfach eine Berechnung gemacht. Hier kann ich auch this.indexOf einfach nehmen. Das zeigt dann einfach an, welche Zeile ich bin. Und der Vorteil ist halt im Gegensatz zu den Arrays, ich muss die halt nicht vorher abfüllen. Ne? Also wenn ich eine Million Zeilen anzeige, ist das überhaupt kein Problem. Fide lädt das automatisch nach und berechnet dann pro Zeile in dieser On-Display-Detail dann die entsprechenden Zellen einfach. Ne? Das heißt, man kann einfach durchscrollen und das wird automatisch dann berechnet. Aber man kann auch noch einfärben. Man kann auch die Zeilen und Zellen auch einfärben. Das geht mit Meta-Info-Expression. Das ist eine Property, eine Eigenschaftsliste der Listbox. Da kann man eine Methode angeben. Und diese Methode sieht dann so aus wie hier rechts. Die erzeugt ein Objekt. Und darin kann man dann Sachen festlegen, wie eine Zeile aussehen soll oder wie eine Zelle aussehen soll. Ne? Und die gibt die dann in $0 zurück. Und 4D macht dann, wie auf der linken Seite, färbt das dann entsprechend ein. Vollkommen dynamisch dann. Zusammenfassend lässt sich dann sagen, das ist gar nicht übersetzt worden. In der Vergangenheit, das Abfüllen von Arrays und das Durchlaufen zur Berechnung muss man nicht mehr machen. Das hat man früher gemacht. Auch Seiteneffekte, ne, indem man Prozess-Arrays benutzt hat oder Auswahlen irgendwie zerschossen hat, das braucht man auch nicht mehr machen, indem man einfach Order benutzt und die Selection an ein Formular übergibt, beziehungsweise einen Dialog übergibt. Meistens auch nur eine Auswahl pro Prozess natürlich dann beschränkt, sage ich mal. Man kann natürlich auch pro Prozess mehrere Dialoge öffnen. Das kann man mit Order natürlich auch sehr gut machen dann. Und jetzt ist das halt alles halt nicht mehr notwendig. Ne? Also man deutlich weniger Code. Man kann Formeln direkt einbinden, als Spaltenformel einbinden. Man kann eine Methode angeben als Spalte und das wird dann automatisch berechnet. Oder man kann halt dieses Meta-Info-Expression nehmen. Weil vorher musste man dann halt, um Zeilen einzufärben, musste man wirklich jedes Array vorher selbst berechnen und dort die Farbe angeben oder den Schrifttyp oder irgendwas angeben. Das braucht man alles nicht mehr machen. Das ist halt eine andere Denkweise. Man geht dann halt zeilenweise durch und man hinterlegt halt eine Formel dafür. Ne? Also man füllt nicht ein Array ab, sondern eine Formel. Das ist ein bisschen anders. Andere Denkweise. Auch hier Vorteil, dass man keine Seiteneffekte hat, dass es wirklich gebunden an das Formular ist. Also man kann das gleiche Formular, was ich 3-4 Mal aufmachen und die würden mit unterschiedlichen Selektionen und die würden sich halt nicht irgendwie beeinträchtigen. Ja, und sehr wenig Code.
So, wenn dann keine Fragen mehr sind, dann bin ich, glaube ich, auch am Ende. Das ist meine E-Mail-Adresse und sage erstmal vielen Dank. Na, Herr Schäfer? Ja, ich sage danke. Vielen, vielen Dank.